Freunde von Schlagerparadies TV, ich freue mich heute ganz, ganz arg, denn ich habe heute einen der sympathischsten Sänger und Fernsehmoderatoren hier bei mir im Talk, nämlich den wunderbaren Andy Borg. Und ach, ich bin du selber wirklich total, von mir? Ja, hallo. Ich bin selbst so aufgeregt, weil es ist immer, also du bist der absolute Fernsehmoderator für mich und ich denke dann, oh Gott, oh mein Gott. Jetzt stehe ich neben Andy Borg und darf dich interviewen, das ist schon eine Wahnsinnsehre, also vielen lieben Dank dafür. Ja. Viel schlimmer ist es, das muss ich Ihnen erklären, wenn sie auf der Bühne steht und ich muss danach auf die Bühne gehen, dann habe ich es immer schwer, weil die Leute alle verträumt sind. Ja, dann. Natürlich, klar. Ja. Nein, also du bist ja wirklich einer, für mich einfach, du hast einfach die wahnsinnig schönste Stimme im deutschen Schlager, sage ich jetzt ohne Mist, ist einfach so. Ich habe einfach, ja, Fernsehmoderator, aber ich sag mal, ich kenne dich ja von klein auf mit ganz großen Hits schon. Ne? Du hast ja wahnsinnig viele Songs schon als Hits wirklich rausgebracht und du bist ja Fernsehmoderator, einer der populärsten meiner Meinung nach. Ist es sowas für dich ein Traum gewesen oder für was brennst du mehr oder ist es die Abwechslung? Oder? Als es mein Traum war, und jetzt hört ganz gut zu, ihr jungen Menschen da draußen, als es noch mein Traum war, habe ich es mir einfacher vorgestellt. Okay. Und jetzt, wo ich diesen Traum lebe, merke ich, dass da doch ziemliches Gewicht auf den Schultern, auf den Stimmbändern, im Kopf ist. Weil es ist ja nicht nur damit getan, dass man auf die Bühne geht. Man muss erstmal dorthin, man muss sich vorbereiten. Und das mit den Hits ist auch ein bisschen Glück. Weil es haben ganz viele Menschen haben eine schöne Stimme, können richtig gut singen. Aber denen fehlt zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. Genau. Das hatte ich. Wobei ich glaube, es ist ja das, was du jetzt erwähnst, das kann man ja auch oft immer jungen Künstlern, die nachkommen. Es ist ja nicht immer so, dass du einfach, ich sag mal, einen Song produzierst und du hast sofort den absoluten Hit oder vielleicht hast du den sogar, aber dann... Und dann nichts mehr. Dann nichts mehr. Ja, das gibt es ja auch alles. Ne? Ja. Also es ist ja doch schon immer jahrelange Arbeit dahinter. Ne? Und wenn du jetzt als Moderator, also es ist ja auch, steckt ja einfach viel Fleiß dahinter. Ne? Also man muss ja wirklich viel... Es kommt ganz viel zusammen. Es kommt, manchmal ist die Ausbildung dem Talent hinderlich. Okay. Weißt du, da hast du zuerst ein Talent und singst so, wie du es spürst. Ja. Und die Ausbildung sagt dann, das ist ein C, das ist ein D, dann gibt es noch einen halben Ton dazwischen. Und lauter so. Und wenn du dann anfängst zu denken, ist diese Magie, die Magie weg. Das stimmt, ja. Also, aber bist du eher dann ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Also wenn das jetzt... Ne? Nur ein Gefühlsmensch. Nur Gefühlsmensch. Deswegen bin ich mit meiner Frau verheiratet. Okay, Gott sei Dank. Die hat das Hirn. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Absolut. Aber du hast ja, sie lässt mich ein Träumer sein, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber als Künstler ist es auch gut, ein Träumer zu sein, oder? Ja, ja. Weil dann befasst man sich nicht mit den realen Dingen, weil es ist ja jetzt die Menschen, die zuschauen. Ja. Wir stehen hier und da schauen Leute zu, die haben heute einen richtig schlechten Tag gehabt. Und Sie zum Beispiel, Sie haben einen guten Tag gehabt, oder? Ja. Weißt du? Und das zusammenzubringen, das ist ganz, wenn man darüber nachdenkt, ist schon verloren. Einfach raus und die eigene Freude dem Publikum präsentieren. Wobei, ich bin ja von dir immer absolut begeistert. Ich durfte dich jetzt schon ein paar Mal erleben. Ich habe dich ja immer hinter der Bühne beobachtet. Okay. Und du gehst ja raus, du hast ja eine Leichtigkeit, ne? Du hast einen Charme, du hast Witz, du hast die Leute ja gleich bei dir. Also es ist ja wirklich, ich glaube, dass es ja auch ein Talent ist. Das kann man ja sich nicht anlernen. Nein, das weiß ich ganz streng von mir. So ist es nicht. Ich bin jetzt 40 Jahre dabei. Die Leute haben sich mittlerweile an mein Gewicht, an mein Gesicht und an meine Stimme gewöhnt. Ja. Und es ist etwas Vertrautes. Ich bilde mir ein, weil ich ja ein Träumer bin, dass wenn ich rausgehe, dass da Menschen sitzen und stehen, die ich kenne. Und umgekehrt. Und deswegen geht das so schnell. Also am Anfang kämpft man schon man auch. Schon. Ja, die ersten eineinhalb Jahre. Von 40. Ja, aber du hast einfach sowas. Ist es so, ist es der Andy Borg auf der Bühne, ist es 100% Andy Borg oder legst du deinen Schalter um? Nein, das ist 100% Andy Borg. Okay. Ja. Und deswegen tut es mir auch nicht weh, wenn jemand sagt, das ist ja nur Schlager, was der singt. Ich kann nichts anders. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich kann und was ich bin. Schöner Schlager, oder? Ja, nein. Und auch Stimme ist ja Geschmackssache. Ja. Es ist ja, Musik ist ja ein bisschen so wie Essen. Es gibt Menschen, die essen zu jedem Gericht, jedes Gericht mit Knoblauch. Und andere, wie meine Frau, hasst Knoblauch. Und trotzdem habe ich sie lieb.
Und sie, also es geht auch so. Und sie hat dich lieb. Ja, das ist das Wichtigste. Und deswegen, das ist Geschmackssache und darüber braucht man nicht streiten. Wobei, das sage ich ja auch immer. Es ist einfach, ich denke immer, jeder, der es vielleicht nicht mag, der soll einfach weitergeben, weil der Markt ist ja groß. Es ist ja für jeden alles da. Ne? Ja, also man kann sich ich finde es ja ganz schrecklich, wenn man die erste Reihe in einem Konzert beobachtet und man sieht an dem Gesichtsausdruck, sie ist freiwillig hier, er ist mitgenommen worden, er ist, weißt du, das ist so köstlich. Die hätten sich das Geld sparen können, aber das ist nur eine Qual. Ja. Meine Eltern machen das so. Okay. Meine Mutter geht zu einem Theaterstück und schaut sich ein Ballett an, das dauert 3,5 Stunden. Und mein Vater ist glücklich zu Hause, wenn er die Sportschau guckt. Wobei, Gott sei Dank ist es so. Ja, ne? Wobei, ich kenne das auch, wenn man wirklich, man geht raus und dann sieht man schon 5 klatschen und freuen sich und der 6. sitzt da. Den muss man erst, ja genau, den muss man sich erst holen. Als Künstler denkt man immer, man guckt aber genau den an. Ne? Ja, ja. Also ich finde ja so schlimm. Da können 1000 Leute sitzen, genau, wenn einer mit verschränkten Armen sitzt. Ja. Da guckst du immer wieder hin. Oder wenn einer dann so die Jacke anzieht. Oder so wie jetzt, guck mal. Hallo, gerade hinsetzen. Genau, das ist super. Du, Andi, du hast ein neues Album? Habe ich? Ja, glaube ich. Ja, extra für Frauen habe ich gesehen. Ach, das, ja. Oder? Ja, ich bin ein sehr fleißiger Schlagerfuzzi und arbeite gerade an zwei gleichzeitig. Zwei gleichzeitig? Ja, ja, ja. Okay. An einem regulären Andi Borg-Album mit 9 Liedern, die wir komponiert haben und das aber jetzt einsingen. Das ist das nicht. Das ist das jetzt habe ich, und zwar bin ich da drauf gekommen, weil ich ja gemütlicher Wiener bin, weißt du, wir haben die Gemütlichkeit erfunden und mir wurde es zu lang. Oder besser gesagt, meine Frau hat gesagt, jetzt könnten wir mal wieder ein Andi Borg-Album machen. Okay, aber das dauert, bis das fertig ist. Mhm. Und in der Zwischenzeit durfte ich meinen Schlagerspaß machen beim SWR und wir kriegen da so viel Post. Und mich haut es jedes Mal um, was die Leute für Lieder kennen und eine Geschichte dazu haben. Ja. Und das ist mittlerweile, sind da so viele Wünsche geworden und Lieder, die ich selber auch mag. Und da habe ich gesagt, Dann mache ich daraus eine CD. Und das ist jetzt auf dem Markt. Was Frauen träumen. Herrlich. Ja, du, aber ich finde es irgendwie total genial, dass man da extra so für Frauen ein Album macht. Also das muss, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich finde das schon schön. Das war ein Zufall. Warum ein Zufall? Naja, sonst hieß das Album Amarillo oder Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren oder Rote Rose, Rote Lippen. Das, was Frauen denken, ist schön plakativ. Träumen heißt also, ja. Was Frauen träumen. Und so ein bisschen ist es eine sehr romantische CD und Frauen sind schon aber du bist sehr ein romantisch. Romantiker, oder? Ich bin, also Träumer-Romantiker. Mein Sohn sagt, ich bin ein alter Romantiker. Ein alter Romantiker, aber ist ja nicht schlimm. Ist nicht aufs Alter bezogen, will ich nur an der Stelle sagen. Andi, noch eine Frage an dich. Was würdest du denn wirklich jungen Leuten oder jungen Künstlern oder ich sag mal auch, die vielleicht schon mittleren Alters sind, was würdest du denen empfehlen in der heutigen Zeit? Ist es schwieriger als da früher? Kann ich nicht mitreden mit der heutigen Zeit, ja. Aber das haben wir immer gesagt. Mhm. Das sagen alle. Ich habe schon 2 Generationen miterlebt. Ja, genau. Es ist immer schwer. Es war damals schwer und es ist jetzt schwer. Es ist anders. Mhm. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass wenn einer von euch oder eine von euch einmal im Fernsehen sind, dass da drunter nicht steht Model oder sonst irgendwas, nur weil sie nicht wissen, was sie drunter schreiben sollen. Man sollte selber wissen, was man gerne macht. Mhm. Und das sollte man machen. Mhm. Und nicht traurig sein, wenn kein großes Publikum ist, weil das, was man gerne macht, das macht man ja gern, wenn nur Oma und Opa, ich habe Akkordeon, das hat mir schon gereicht damals. Da muss er nicht gleich die ganze Welt, oder wie heißt das heute, wenn die liken? Liker, Follower. Man muss ja nicht 1 Million Follower, wenn da Leute vor dir sitzen, denen es gefällt, ist das gut. Dann gehe ich nach Hause glücklich. Aber das ist ja wichtig. Und ich glaube, es ist ja, glaube ich auch, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, oder? Man kann doch einfach das machen, was kommt man dir das so vor, dass ich mich nicht nein, selber ich nicht. Ich gewichtig nur, nehme? Nein! Nein. Das ist halt in Ordnung. Aber das ist nicht einfach. Man muss mit sich zufrieden sein. Und das Schlimme an diesem Zufriedensein ist, dass man sich nicht bemühen kann. Das ist man oder man ist es man nicht. Man ist es nicht, genau. Also einfach aber sich selbst sein. Ja. Also ich finde ja, du bist ja wirklich voll authentisch. Das erlebt man ja auch Backstage. Du bist wirklich so, wie du bist. Auf der Bühne, wenn du ankommst. Also du bist einfach. Und wenn wir so herumreisen in so verschiedene Gebiete und die Menschen dort einen Dialekt haben, dann bin ich so froh, dass ich selber keinen Dialekt habe. Das ist schon großartig jedes Mal. Andi, also ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du mit mir hier kurz in diesen Talk gegangen bist und mit mir du wolltest eine Runde geredet hast. Zettel erzähl doch mal. Wann hast du denn Geburtstag? Ich habe übrigens am 3. November Geburtstag. Und ich weiß, dass du am 2. hast. Ja, ich habe am 2. Skorpion. Und jetzt zu Hause sagen die Leute, guck, ich habe dir gleich gesagt, der ist älter. Ja. Hast du jetzt gedacht, ich sage was anderes oder was? Nein, 2. November 1960. Bei mir ist schon wurscht. Könntet ihr jetzt von...
Radio Schlagerparadies TV. Unten einblenden die Adresse für die Geburtstagsgeschenke. Finde ich auch. Ja, vor allem, das, also das, ne, ja, ich genau. Finde schon super. Du kontrollierst das und was du nicht brauchst, schickst du einfach an mich weiter. Das machen wir so, okay? Und dann können wir ja einfach freundschaftlich teilen. Ja, würde ich sagen. So machen wir. Also vielen herzlichen Dank. Schlagerparadies TV, Andy Borg, einfach sensationell. Dankeschön, Andy.